und auf ein neues. Später wird es zusammengeschnitten und jetzt Chat-Sound neu, Wasserfall, Nähe Lopburi. Wobei das Gebiet hier wohl noch zu Nakhon Ratchasima gehört. Ich bin nass geschwitzt. Alle schauen mich an und sagen sich, was mit dem. Jetzt muss ich mal das Handy laden. Das wird das erste Video, nämlich der Eingang zum Nationalpark. Höhenunterschied 3,78 Meter. Und noch ein bisschen mehr. So, jetzt nochmal die nette Dame. Da sieht man es nochmal. Ja, jetzt konnte jeder sehen, wenn es auch nur ein kurzer Moment war. Parkgebühren 20 Baht, Eintritt 20 Baht, Phalanxzahlen 100. Also Ausländer. Ich aber nicht. Und das Video dürfte Nummer 5 oder 6 sein. Was dann aber natürlich Nummer 2 wird. Und dann mache ich noch ein kurzes vom Eingang. Hotz euch wohl. Wer hat Angst vor Krokodilen? Kein Mensch, weil das natürlich keine Krokodile sind. Von weitem sah es so aus. Ich bin mittlerweile auf der Hauptseite, sag ich, dazu angekommen. Und jetzt kann ich im Video die Wasserfälle von der Stirnseite her zeigen. Da fließen schon ein paar Liter Wasser runter. Klar, das ist jetzt kein riesengroßer Wasserfall. Aber da, ich hab ihn mal gehabt. Ja, freundliche Leute wie immer.
Dachschutz. Blick ab. Ah, ne, Rescue, Hilfe, irgendwas. Ich glaube, das nochmal über Rettungsdienst oder Rettungshelfer. Ersthelfer, Rettung, keine Ahnung. Mir auch egal. Ja, ich bin jetzt in der Mitte beim roten Punkt, falls man den so sieht. Ja, es gibt wohl etliche Schilder hier, die darauf hindeuten, dass es in den Bäumen Obst geben soll. Ich habe da schon irgendeine Art von Äpfel oder Apfel gesehen. Dann irgendwas war wie Kirsche ausgesehen. Allerdings beim Vorbeigehen habe ich nur die Bilder mir angeschaut und nicht den Text gelesen. Ich weiß also auch nicht, ob man das essen kann oder ob es vielleicht nicht genießbar ist, vielleicht sogar gefährlich ist. Also dafür, dass bei diesen kleinen Wasserfällen richtig viel Wasser runtergeht, sieht man hier an den Stellen eigentlich gar nicht, dass es eine Strömung gibt. Da jetzt schon wieder eher. Da kamen Bomben. Das ist der, kann ja nicht der Baum sein, der das makam macht. Kennt doch der ein oder andere von süßen Soßen. Und der andere kennt es halt auch quasi wie so an einer, wie so eine riesenlange Erbsenschnur, also noch mit Haut. Und das ist dann süß. Da sehe ich ja auch nichts davon. Es wird richtig lange, das Video. Das ist ja Wahnsinn. Fische, Wasserale, was es hier alles drin gibt. Ja, die kommen dann bei mir am Kanal, wahrscheinlich auch bis dorthin. Dieser Wasserfall ist hier der höchste. Was sind das? 3 Meter, was da aus Wasser runterfällt. Vielleicht auch 4. Bräuchte ich mal einen Größenvergleich, kann sich da mal jemand hinstellen,
So, und damit lass es auch beenden. Und siehe da, es gibt sogar mitten im Dschungel ein Café und ein Restaurant. Schön gemacht. Also muss man sich eigentlich kein Wasser mitnehmen. Aber man sollte dann sein Portemonnaie nicht vergessen. Da ist der Walkway. Genau. Dann bald hinunter. Dann Tang bei Sapan, komm mal. Auf den Markt ab. Ja, und das ist auch eine schöne Sicht hier. Gut, mehr als 6-fach Zoom geht nicht. Da hinten könnte doch jetzt endlich die Brücke kommen. Oh, Bungalows gibt es hier auch. Und siehe da, hier darf man rauchen. Brücke in Sicht, sehr gut. So, und da geht es jetzt rüber und auf der anderen Seite wieder zurück. Wahrscheinlich wäre der Eintritt hier kostenlos gewesen, wenn ich über einen anderen Eingang reingegangen wäre. Ja. So, den Anfang lasse ich jetzt weg vom Video. Bis dann. Ja komm, egal, jetzt mache ich hier noch ein Video.
richtig viel Wasser. Also ich bin ungefähr 2 Stunden. Mit dem Motorrad gefahren. Oh halt, nein, Mofa. Ich hatte keinen Regen auf der Strecke, allerdings noch oberhalb Bangkok bei Lam Luka. Da waren die Straßen noch zum Teil überflutet. Und mit sehr vielen neuen Löchern, die man natürlich nur spürt, wenn man durchs Wasser durchfährt und nicht sieht. Allerdings habe ich dabei dann tatsächlich jetzt auch gemerkt, dass mein YSS-Fahrwerk diese Löcher besser ausbügelt als das Originalfahrwerk von der Honda Rebel. Auch nochmal zum Aufstauen von Wasser, oder? Ist denn niemand da, den ich jetzt hier fragen kann? Der Wasserdrache, wenn ich so einen sehe, nehme ich mit nach Hause. Ich habe zwar keine Ahnung von den Tierchen. Aber das kann man ja heutzutage alles nachlesen im Internet. Glaubt's nicht, wie weit 800 Meter sind. Toilettenhäuschen. Da muss man nicht alles ernst nehmen, was ich da sage. So, Brücke, wo bist du? Ich will rüber auf die andere Seite. Ja, Video mache ich dann weiter, wenn die Brücke kommt. So, das ist jetzt das zweite Video. Das erste Video, das ich gemacht habe, dauert wahrscheinlich 15 Minuten. Allerdings bin ich aus irgendeinem Grund auf irgendeinen Knopf gekommen oder Software-Schalter und das Video ist gar nicht aufgenommen worden. Ich werde das nochmal nachholen
Ich bin heute an einem sehr sonnigen Tag, Samstag, der 28. September. Zu einem Wasserfall gefahren, den ich vor ein paar Tagen in Google Maps gefunden hatte. Dieser Wasserfall Richtung Norden, von Bangkok Richtung Norden gesehen, dürfte ungefähr 150, 160 Kilometer von mir zu Hause entfernt sein. Und zwar, wie gesagt, wenn man Richtung Norden sich die Karte anschaut, rechte Seite des Saraburi vorbeifahren und dann Richtung Lopburi zu gelangen. Roh Wasserfall, roh, ich komme jetzt aber auch wieder nicht drauf. Das Parken kostet hier fürs Mofa 20 Baht. Der Eintritt kostet für die Thais 20 Baht. Und für Ausländer, ich mache nachher nochmal ein Video davon, kostet er 100 Baht. Ich habe mich dann mit der Dame an der Kasse unterhalten, auch die zeige ich nachher nochmal in einem anderen Video. Die dann tränenreich mir gesagt hat, dass normalerweise ein Verlangen 100 Baht bezahlen müsste. Aber dass ich halt nur 20 bezahlen brauche, weil sie natürlich versteht, dass ein Ausländer, der in Thailand schon länger lebt, selbstverständlich wie in Thai auch behandelt werden sollte. Die Wasserfälle, ich glaube, ich muss es noch mal ablaufen, sind schöner anzusehen von der Seite da drüben. Weil die alle in diese Richtung strömen. Also von der Stirnseite her kann man die dann sehen. Nächste Video, was eigentlich das erste gewesen wäre, und dann Nummer 3 wird, zeigt das dann. Und für die Leute, die vielleicht noch nicht so erfahren sind, wenn sie in den Dschungel gehen und sei es auch nur 3,50 Meter von der Haustür entfernt, immer was zu trinken mitnehmen. Denn auch in so einer kühleren, extrem feuchteren Umgebung braucht man viel zu trinken. So, dieses Video macht jetzt mal Schluss. Bis später.